Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir danach fragen, wie diese Vollkommenheit denn aussehen kann, die Jesus heute von uns fordert, dann stellen wir vielleicht fest, wenn wir persönlich versuchen, darauf eine Antwort zu geben, dass das sehr schnell abstrakt wird oder theoretisch. Natürlich ist das ganz einfach, theoretisch seine Feinde zu lieben, weil wir oft genug theoretische Feinde haben, die wir dann auch theoretisch lieben. Also grundsätzlich, so wie wir das dann sagen. Aber wehe, es wird konkret. Deshalb ist die Antwort auf die Frage, wie wir denn diese Vollkommenheit, die Jesus von uns verlangt, wie wir sie leben können, die wird uns in der Lesung gegeben. Wie ist die Art und Weise, wie Israel zu Gott gehört? Wie zeigt sich das konkret? Indem, so sagt es das Buch Deuteronomium, ihr immer hört. Daraus leitet das Christentum eine ganze Lebensform ab. Die Hypakoe, den Gehorsam. Vom Hören könnten wir jetzt stundenlang sprechen. Es geht darum zu hören, auf die Stimme zu hören. Auf die Stimme Christi zu hören, die uns aus der Heiligen Schrift entgegenkommt. Und deshalb ist der Gehorsam schlichtweg die Lebensform des Christen. Das ereignet sich nicht irgendwo und irgendwie. Deshalb sagen die Väter sehr kurz, es gibt viele Beispielgeschichten dafür, die länger sind, aber am kürzesten ist, es sagt ein Alter, wer im geistlichen Gehorsam des Vaters bleibt, hat mehr Lohn, als wer sich alleine in die Wüste zurückzieht. Also Askese und Einsamkeit sind das eine, aber mit einem zu leben, der einem sagt, was zu tun ist, sich dem anzuschließen und ihm Gehorsam zu unterstellen, nicht einfach so meine freien Einfälle, die ich so habe, dann zu verwirklichen und sagen, ja, das ist bestimmt irgendwie dem Evangelium gemäß. Deshalb sagt Benedikt in seiner Regel, was man sich für die Fastenzeit vornimmt, das muss der Mönch dem Abt vorlegen. Das können doch so hehre Entschlüsse sein. Aber soll nicht einfach seine hehren Entschlüsse umsetzen. Das scheint mir auch ein Krisenzeichen unserer Zeit zu sein, dass wir einfach mit unseren Einfällen, die wir so haben, dass wir sie, die mögen noch so großartig sein, dass wir sie nicht prüfen lassen. Und das bedeutet konkret Gehorsam. Und das bedeutet ganz konkret die Einübung in die Vollkommenheit. Denn das beste Beispiel dafür ist der Weg Christi, der nicht gekommen ist, seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters, der sich ganz dem Vater unterstellt. Das große Ringen in der Wüste mit dem Teufel bis hin zum Ringen im Garten Gethsemane sind genau diese Einordnungen der Gehorsam in den Willen des Vaters. Und deshalb finden wir zu dieser Vollkommenheit nur in der Spur des Gehorsams, in der Spur Christi selber.